Hallo und willkommen aus Riva del Garda. Wir testen heute den perfekten Reifen für die Maxxis Bike Transalp. Dazu werden wir einige Reifen unter die Lupe nehmen und dann jeweils einen Trail runter scheppern. Im Hintergrund wird schon die Werkstatt hergerichtet. Wir dürfen, müssen, können selber ran. Im Wettkampf natürlich. Nico und ich lieben ja alle Wettkämpfe. Mal gucken, wer es besser kann. Und der Profi Mike wird uns natürlich erklären, welchen Reifen wir jetzt dann nehmen und warum der sich gut für die Transalp eignet. Ja, grüß euch, servus. Wir bauen der Petra jetzt, oder die Petra will sich selber einen Forecaster vorne drauf bauen. Der Forecaster ist eigentlich kein typischer Transalp Race Reifen. Er ist eher, sage ich mal, für Trailbikes geeignet, aber gibt halt für Fahrer, die technisch nicht so versiert sind oder halt sicher, viel auf Sicherheit setzen, gibt dann super guten Grip. Er rollt gut. Forecaster, genau, und die neue Version seit 2021. Bin mal gespannt, wie die Challenge laufen wird mit dem Umbau. Denn Nico baut sich selber den Recon drauf. Aggressivere Pendant zum Recon Race. Der gibt einfach auch mehr Sicherheit auf dem Vorderrad und rollt super schön. Und ja, ist eigentlich so in Verbindung mit dem Recon Race auf dem Hinterrad eine sehr, sehr gute Wahl, sag ich mal, für einen Mittelfeldfahrer. Es ist mein erster eigener tubeless aufgezogener Reifen, aber ich bin wettkampftauglich, deswegen mal gucken, was passiert. Die GoPros laufen schon mal und damit hopp. Auf die Plätze, los! Fertig, los! Ah, er hat schon. Oh Gott! Oh, Nico hat die Steckachse schon fast draußen. Ja, noch nicht verloren. Dreht und dreht. Ah! Jawohl, perfekt. Raus, fast schneller. Das Wettrennen ist sehr spannend. Sie hat aber den Reifen noch nicht ausgepackt. Mein Reifen ist quasi ausgepackt. Das ist widerlich. Das flutscht ja. In der Hektik immer aufpassen, dass man am besten nicht auf die Scheibenseite abzieht. Weil wenn man da abrutscht, wird es blutig. Ja, blutig. Nein, ich dachte, schon. Dann geht was kaputt. Blutig. Blutig hätte ich genommen. Ach, scheiß auf blutig. Alter Schwede. Aber warum ist denn das so klipprig? Und. Sehr gut. Die Laufrichtung passt genau, wie sie gerade ist. Bei mir auch. Bei das ist jetzt unfair. Ist sie so auch richtig. So. Schaffst du es, weil ich so heiß bin. Wir haben ja auch ein Werkzeug vorbereitet. Möchtest du Reifen hier? Nee, das ist ja, unfair. Ja, mit Reifen. Wo ist die Milch? Wie viel Milch rein? Brauche ich nicht. Achso, Milch schütteln. Genau. So. Schauen, dass der Reifen schön. Ich helfe der Peter natürlich auch. Du sagst Stopp dann? Ja. Schauen wir mal, was es für Sauerei gibt. So, oder? Ja. Aber Petra hat vorhin aufgepasst, was ich erzählt habe. Das passt so. Ah ja, passt, ja genau. Deswegen hat es jetzt einen kleinen Bitte schön, die Milch hat der Nico schon für dich geschüttelt. Aber wie? Einfach so? Einfach so reinkippen. Reicht das? Genau, reicht das reicht. Perfekt, wunderbar. Jetzt muss ich es drehen. Laufrad drehen. Genau, dass die Öffnung oben ist. Und jetzt drüber lupfen. Genau. Und ich habe noch Nico kein Ventil wieder drin, gell? Ah, da ist die Unterarme sind stark von den beiden. Sehr gut. Alter Schwede. Komm, Nico. Ich auch. Dein Ding steckt fest. Ja, nee. Ist noch nicht fertig. Das ist ja noch komplett voll mit Milch. Hey. Schmutz geht. So, jetzt haben wir das hinter uns gebracht. Ich glaube, das war ein Unentschieden, obwohl Petra es ein bisschen sauberer gemacht hat, weil ich habe so ein bisschen Milch vergossen. Und wenn ihr nicht fit für die Transalp sein solltet, dann könnt ihr gerne als Mechaniker anfangen. Das war wirklich Bestzeit. Also Hut ab für euch beiden. Perfekt dafür, dass ihr es eigentlich mit Schlauch montieren wolltet. Ja. Welchen Luftdruck sollen wir denn jetzt fahren am besten? Also in den 2.6, in dem wir uns der Petra aufgezogen haben, da reicht glaube ich ja 1,4, 1,5 Bar. Bei dir vorne würde ich auch ein 0,1 vielleicht mehr machen. Du wiegst ein bisschen mehr. Ja, was mir noch einfällt, es ist ja so, mit Tubeless kann ich weniger fahren, beim Schlauch muss ich ein bisschen mehr drin haben, oder? Genau, also beim Schlauch sollte man prinzipiell 0,2, sage ich mal, mehr reintun. Da ist einfach, ja, sonst die Durchschlagswahrscheinlichkeit zu hoch. Super. Ja.
hinten als Transalp-Reifen würden wir generell den Recon Race empfehlen. Das ist ein super guter Semislick-Reifen, der rollt richtig schön, hat große, also relativ große Außenstollen, die geben sicheren Kurvenhalt und ist eigentlich ja, mittlerweile einer der beliebtesten Transalp-Reifen oder auch Marathon-Reifen. Den Recon Race gibt es hier, die Petra hatten jetzt in 29x24. Der 2,4er passt nicht in alle Rahmengrößen rein, deshalb gibt es ihn auch in 2,35er Breite und 2,25er Breite. Mit Exo-Seitenwandschutz und natürlich Tubeless Ready. Und wenn ich auf keinen Fall einen Platten haben will, würdest du dann trotzdem zu dem Reifen greifen oder sollte man dann vielleicht noch einen größer, dicker? Nee, der passt eigentlich schon. Also der hat einen guten Seitenwandschutz. Man muss natürlich immer ein bisschen auf die Linie achten bei der Transalp, weil teilweise, wenn man im Pulk fährt, sieht man nicht so viel. Aber von der Pannensicherheit ist er genauso gut wie der Vorderradreifen. Testfahrt Nummer 1 führt uns mit mega Aussicht die Ponale-Straße rauf. Zwei Trailfahrten hinter uns. Jeder ist jetzt einmal den Forecaster und einmal den Recon gefahren. Und jetzt bekommt ihr unser erstes Fazit. Ich bin den Forecaster gefahren und muss sagen, es ist ein 2,6er. Ich fühle mich mit breiten Reifen einfach immer ein wenig sicherer als mit schmäleren. Daher, dass wir mit Tubeless unterwegs sind, kann man den Luftdruck ein bisschen variieren. Und wir sind, ja, wenn man hier so drückt, ihr seht es selber, relativ weich gefahren, was im Gelände oder auf Trails einfach dir zugute kommt. Mein Fazit zum Recon, den bin ich jetzt gerade eben gefahren, ist, dass der gerade bei diesen trockenen Verhältnissen, die es jetzt hatte, super gut hält, obwohl er ja eigentlich race-orientierter ist. Für mich wirklich eine Überraschung, wie gut dieser Reifen trotzdem im Trail zu fahren ist. Ich war sehr zufrieden und dennoch, auch ich werde voraussichtlich die Transalp mit dem Forecaster fahren, aber das liegt daran, dass ich lieber ein bisschen mehr Fleisch haben will, weil für mich geht es nicht um den Sieg, sondern um ein fröhliches Ankommen, sturzfrei in Riva und viel Trailspaß. Und dementsprechend suche ich mir lieber ein bisschen einen zu dicken Reifen aus, mit dem ich auch, wenn ich irgendwie schon im Delirium bin, weil ich mal vergessen habe, mein Gel reinzudrücken, noch Spaß auf dem Trail haben kann und viel Sicherheit. Aber ich war wirklich sehr, sehr überrascht, wie gut sich der Recon gefahren hat. Also wäre für mich definitiv auch eine Option, hätte ich so gar nicht erwartet. Wir fahren für euch jetzt den Aspen
Das ist ein Reifen mit ganz wenig Profil, da kann ich perfekt bergauf fahren. Ich fahre den Recon Race, auch dieser Reifen ist sehr rennlastig und wird vor allem gefahren, wenn es euch um die Uphill-Performance geht. Runter muss man da schon ein bisschen besser aufpassen halt einfach. Und jetzt schauen wir mal, was sich da für uns unterschiedmäßig erfüllen lässt, wenn wir es tatsächlich im Trail testen. Wir fahren sowas eigentlich nicht, also da seht ihr, was wir alles für euch machen. Was ist denn eigentlich dein Geschmack bei der Transalp, wenn du die fährst? Also ich stehe ja einfach auf Trails selbst erkämpft, deswegen mag ich die Transalp auch so gerne. Und ich will Sicherheit, ich will Trailspaß. Ich fahre eh nicht um den ersten Platz, um den zweiten und dritten leider auch nicht. Und dementsprechend ist mir wurscht, wenn ich hoch bis länger brauche, das passt schon. Hauptsache ich bin runter sicher und spaßig am Weg. Meine Frage an dich, was bringt dir ein breiterer Reifen mit mehr Profil? Wir haben gerade schon gelernt, im tiefen Schotter ist er einfach besser, weil er sich leichter lenken lässt trotzdem und mehr Auflagefläche hat. Aber generell finde ich auch, wenn es nass ist oder so, dann merke ich einfach, wenn die Reifen mehr Profil haben. Und ich gehe davon aus, dass die 7 Tage nicht nur trocken sein werden. Heute war ich echt sehr, sehr überrascht von der Performance vom Recon schon mal. Deswegen bin ich jetzt umso gespannter auf die richtigen Race-Reifen. Aspen, richtiger Race-Reifen. Ja. Mit diesem Setup, also vorne Recon Race, hinten Recon Race oder vorne Aspen, haben wir eigentlich das perfekte Transalp-Bike. Das ist, glaube ich, das typische Transalp-Setting. Und man muss wirklich sagen, es tritt sich extrem leicht, sowohl in der Ebene als auch bei den Anstiegen. Mhm. Und jetzt wird es dann erst so richtig spannend, was passiert im Trail. Das werden wir auschecken. Also bisher muss man schon sagen, ist es so natürlich eine extreme Waffe. Bergauf sehr schnell, spannend im Trail. Wie viel Grip habe ich vorne? Ziel der Bike Transalp ist ja auch heuer wieder in Riva. Und deswegen gibt es noch einen kurzen Panoramablick. Weil man freut sich dann 7 Tage auf genau das hier. Und es ist einen schöneren Platz, um anzukommen, gibt es quasi nicht. Von dem her wird das mit Sicherheit wieder eine richtig geniale Transalp. Worauf freust du dich am allermeisten bei der Transalp? Also wie es ja auf die Trails, definitiv. Und auf stressfreie Bergauffahrten. Pannenfrei durchkommen. Da haben wir doch die besten Voraussetzungen. Wir haben für euch den ganzen Tag heute insgesamt 4 Reifen getestet. Ja, also was ich definitiv sagen möchte, ich freue mich mega auf die Bike Transalp und ich habe jetzt erst so richtig gemerkt, wie viel die Reifenwahl eigentlich ausmacht. Dementsprechend überlegt euch gut, welchen Reifen ihr tatsächlich aufzieht. Maxus ist auch mit dabei, immer bei der Transalp. Also man hat auch noch die Möglichkeit, vor Ort zu wechseln, wenn man irgendwie merkt, das ist vielleicht doch nicht so ganz. Oder wenn man sagt, okay, die ersten Etappen, die sind noch nicht so schwer von den Trails, da fahre ich noch leichtere Reifen. Dann könnte man immer noch im Laufe der Etappen ein bisschen gröbere aufziehen für die schwereren Trails. Und ja, eben wenn ihr Fahrtechnik-Defizite habt, neben dem Trainieren, würde ich dann zu etwas gröberen Reifen
raten. Wenn ihr super fit seid und super schnell sein wollt, dann gibt es wohl nur die Race-Reifen. Und wenn ihr super fit seid, aber Spaß bei den Abfahrten und ein bisschen Sicherheit bei den Abfahrten haben wollt, dann wiederum ein bisschen gröbere Reifen, vielleicht sowas wie den Forecaster sogar, mit dem wir an den Start gehen werden. Recon, super Mischling dazwischen, also noch sehr viel Traktion, aber auch schon gewichtsmäßig eben relativ leicht. Recon Race oder jetzt eben auch der Aspen, den Nico gerade drauf hat, mega leicht. Jetzt bei den trockenen Verhältnissen auch trotzdem noch sehr gut am Trail, aber man merkt, dass man ein bisschen mehr rutscht, wie jetzt zum Beispiel eben mit dem Forecaster. Und wie ihr alle wisst, das Wichtigste ist aber das eigene Empfinden und man hat den Grip am Vorderrad. Das ist, glaube ich, Gewicht nach vorne, sagst du immer. Ja, definitiv. Druck aufs Vorderrad kann nicht schaden. Fahrtechnik trainieren definitiv auch ratsam, weil man einfach mit mehr Spaß und Freude dabei ist und die Verletzungsgefahr minimiert. Und als letztes natürlich definitiv bei der Reifenwahl. Überlegt euch das, probiert vielleicht selber mal ein, zwei Mäntel aus, was sich für euch gut anfühlt. Und ja, für mich persönlich, ich würde da nicht so sehr aufs Gewicht achten, sondern eben eher, dass ich eben auch sicher mit viel Spaß durchkomme. Aber wenn ihr natürlich auf Stockerl fahren wollt, dann müsst ihr aufs Gewicht achten. Hattest du eigentlich letztes Jahr einen Platten? Also ich glaube, ich hatte mal eine Transalp ohne Platten. Letztes Jahr bin ich über einen riesen Eisenstängel gefahren. Ja, da konnte man das nicht mehr verhindern. Also das ist jetzt meine dritte Transalp, oder? Toi, 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 klopf, 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 ich hatte noch keinen. Glück gehabt. Mal gucken, was heuer kommt. Ja. So, willkommen zurück am Maxis-Stand. Nico und Petra konnten jetzt ausführlich den Aspen testen. Das ist eigentlich unser schnellst rollender Reifen. Ist ein bisschen leichter als der Recon Race. Gibt es in 2.4 und auch 2.25 und eignet sich super für vorne und hinten oder in Kombination zum Beispiel mit dem Recon Race genauso. Ja, vom Gewicht her, wie gesagt, ist er ein bisschen leichter als der Recon Race. Ist jetzt im, du siehst es hier, das Profil ist nicht besonders hoch, der ist jetzt halt wirklich was eher nur für trockenere Bedingungen. Also wenn es ein bisschen matschig wird auf dem Trail oder so, würde ich beim Recon Race bleiben oder vorne fürs Vorderrad vielleicht sogar wirklich einen Recon nehmen. Habt ihr ein Profiteam bei der Transalp dabei und wenn ja, welche Reifenwahl treffen die? Selbstverständlich, also wir haben Einzelfahrer, zum Beispiel Peter Schermann oder Gosse aus den Niederlanden, die für uns fahren dieses Jahr. Und die wechseln eigentlich nicht viel, wenn die Bedingungen nicht umschlagen. Meistens ist Peter, glaube ich, auf Recon Race und Aspen unterwegs und Gosse auch auf Aspen und Aspen vorne hinten. Genau. Wenn es halt dann mal wirklich irgendwie Probleme geben sollte mit dem Wetter, das komplett umschlägt, dann könnte man auf einen grobstolligen Reifen gehen. Aber da zählt eigentlich wirklich nur der Rollwiderstand und da sind eigentlich die genannten Modelle am besten. Also das ist klar, bei den Profis ist mir auch schon aufgefallen, denen ist es fast egal, was der Reifen runter für einen Grip hat. Die wollen Hauptsache schnell, leicht und natürlich pannensicher sein. Und ja, also da müsst ihr echt überlegen, ob ihr da mitziehen wollt. Ich wäre für ein bisschen mehr Sicherheit bergab, aber es ist natürlich immer spannend zu wissen, was die Profis so machen. Auf jeden Fall, ja genau.